Jetzt hören Sie bitte an, ich stelle Ihnen ganz, ganz ein schönes Holzblasinstrument vor, und zwar die Klarinette oder Klarinett, wie man im Welser Holz so schön sieht. Das Klarinett hat 5 Töne, einmal das Mundstück, die Birne, Oberstück, Unterstück und der Schallbecher. Am Unterstück und am Oberstück sind ganz, ganz viele Klappen dort und viele Löcher dort. Die dienen dazu, dass man also viele, viele verschiedene Töne spielen kann. Mit so einem schönen, lustigen, komischen Holzblättle, das tue ich aber über das Mundstück rein. Und wenn ich viel Luft hinblase, bringe ich das Blatt zum Schwingen und dann kann ich einen Ton spielen. Was beim Klarinett besonders ist, ist das, dass man viel Töne spielen kann. Man kann ganz einen tiefen Ton spielen oder ganz einen hohen Ton spielen. Also einen riesengroßen Tonumfang. Mit dem Klarinett kann man ganz, ganz leise spielen. Oder man kann ganz laut spielen. Oder mit dem Klarinett kann man natürlich auch ganz witzige oder besondere Sachen machen. Das Klarinett kann zum Beispiel lachen. Hört sich ganz lustig an. Ja, das ist das Klarinett. Natürlich macht jeder Klarinett ein großes Instrument, aber wenn jetzt nochmal einen kleinen Finger hat oder so, gibt es so ein Kinderinstrument, der hat nämlich die ganzen Löcher und die ganze Klappe viel, viel weiter Zimmer und dann ist kein Problem, wenn man erst 6 oder 7 Jahre ist, darf man mit dem Klarinett anfangen zu lernen. Ich würde sagen, zum Schluss spiele ich Ihnen ein Lied vor. Wenn ihr das kennt, sind Sie genau richtig zum Klarinett lernen.